Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir versuchen natürlich, wie ich immer anfange, halt ein bisschen verplant, aber wir versuchen natürlich, meine Flotte ist fertig. Wir versuchen natürlich hier historisch zu spielen, das klappt dann natürlich nicht immer, aber die Griechen haben wir jetzt ziemlich an den Eiern, würde ich sagen. Und zwar, hier ist noch ein Pulk von Armeen und hier. Aber ich bezweifle, dass er hier noch viel hat. Also hier ist ein bisschen was. Hier sind zwei Full-Stack-Armeen von Pergamon. Aber ich glaube, so langsam haben wir ihn. Letzte Runde haben wir Pergamon hier geschlagen, was sehr amüsant war. Jetzt fahren wir mal nach da, weil der wird uns nicht mehr gefährlich. Und holen uns mal hier drei Katapult- oder Artillerieschiffe. Diese Runde werden wir mit Hilfe von meiner Flotte werden wir hier nach Apollonia rübersetzen. Zum dritten Mal, würde ich sagen, ist das der. Ich komme nicht dahin. Der will mich doch verquaken. Sowas nervt immer so. Öffentliche Ordnung geht flöten, aber wir sind ein guter Flöter. Bitte was? Gut, wir haben jetzt sehr gut vorgearbeitet. Bewegungsreichweite müssen wir halt schauen, dass wir das bald mal hinbekommen. Nahrung ist auch immer gut. Junge, hier fehlt uns nur noch das. Auftreten politischer Vorkommnisse. Minus Korruption. Uiuiui. Wollen wir das fertig machen? Wir haben Forschungsrate 233, deswegen kostet es nur noch 12 Runden. Und nicht, also die am Schluss kosten, glaube ich, immer 24. Oder 24 oder 16, ich weiß nicht mehr. Warte. Ja, also das kann ich halt ja nicht mehr schauen, weil ich überall 200%. Aber ja, das Doppelte von 12 ist, ist 24, also 4, ja, passt, gut. Ich könnte hier die Rüstungsschmiede weitermachen. Oder machen, ich glaube, wir machen zuerst hier komplett alles fertig, dann haben wir so wenig Korruption wie möglich, damit uns ja diese ganzen Bürgerkriegsquake nicht nochmal so häufig passiert. Gut, ich gehe jetzt mal hier hin. Das Problem ist, er kommt. Ne, die haben sich eigentlich ziemlich gefangen. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Und mit der Armee gehe ich hier hin. Ja, da heilt sie noch und sie beschützt ihn. So, dann lasse ich mich mal zu Wasser. Ich lasse mich mal zweimal zu Wasser. Zum Wasser. Hey. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wieso hast du nur noch 19? Hast du was gemacht? Sabotageversuch. Fehlleitung. Es ist nicht gelungen. Natürlicher Tod. Patrizier. Militärstörung. Ja. Dieser kleine Kackspaten. Vor allem hier bekomme ich keine gescheiten Einheiten. Dann lasse ich mich mal zu Wasser, damit. Habe ich den schon aktiviert letzte Runde? Damit der nicht mehr auf dumme Gedanken kommt, dieser Blödmann. Wieso ist jetzt der minus 11? Gebäudeverarmung minus 23, okay. Da muss ich schauen auf öffentliche Ordnung. Das mache ich hiermit. Und damit. Okay. Dann lassen wir mal den Fischer noch, weil der pusht natürlich auch ziemlich die Verarmung. Okay, und hier bist du bald fertig. Nächste Runde. Super.
Dann scoutest du mal. Hier sind zwei Fullstack im Main. Okay. Dann gehst du mal hier schon mal in Stellung. Ich glaube aber, also die nackten Krieger sind zwar ja, okay, der hat Silber. Bronze meine ich. Die nackten Krieger haben 89 Nahkampfabwehr. Ich frage mich, wie. Meine haben nicht mal ansatzweise und die sind voller Rüstung. Und die haben Rüstungsstufe 2. Das erklär mir mal, wer will. So. Nackten Krieger mit 89 Verteidigung. Die haben Panzerhaut. So. Gut, wir haben jetzt ein paar Haushalte wieder zurückbekommen. Das ist super. Wie sieht's denn aus? Minus 11, minus 26. Risiko 13. So, der ist noch nicht alt genug. Den habe ich weggeschickt. Genau. Genau, leichtes Mädchen, genau. Geheimaktionen. Rüstung für alle Einheiten. Ich nehme mal die Rüstung für alle Einheiten. Der ist nämlich gegen Pikiniere. Und da ist Rüstung immer ziemlich gut. Ich glaube es, das war alles, was ich diese Runde machen wollte. Ja. Nächste Runde werden wir endlich in den Senat mal, in den Bobbes, ja genau, jetzt. Habe ich nicht gerade geschaut, wie weit der kommt? Und jetzt gehen alle nach da, ja. Aha. Und jetzt greift er Epidamnus an. Super, ja, okay, das kann ich nicht gewinnen. So, jetzt ist der aber eingekesselt. Und das ist gar nicht so schlecht. Weil jetzt lande ich mit zwei Legionen in Apollonia. Das ist schon erstaunlich, wie weit er plötzlich kommt. Oh Mann. Entschuldigung. So, aber das war abzusehen. Also, entweder er hätte jetzt meine beiden Armeen angegriffen, was ich bezweifelt habe. Oder er hätte sich zurückgezogen, oder er hätte, genau, angegriffen. Also, Epidamnus. Ich wollte halt nicht eine Armee dahin tun. Ihr wurdet mit Mut gesegnet, also nutzt diesem, um uns zu helfen. Greift dieses Volk an! Warte, ich brauche ein bisschen Gold dafür. Dann nicht. Also ich greife schon das Volk an, aber nicht, weil du es willst. So weit kommt's ja noch. Rang erhöht, Veteran, Frieden verhandelt, Diebstahl. Zügellose Piraterie. So, der wird fliehen. Nicht? Cool. Yeah. Der kann sich auflösen. Die kann sich auflösen. Und der kann dann zurück nach da. So, super. Was mache ich mit euch? Also erstmal werde ich den da vernichten. Das kann ich ja automatisch machen. Bekomme ich dafür. Passt. So, dann gehe ich nach da. Ich könnte jetzt auch... Nee, könnte ich nicht.
Okay, dann gehe ich hier hin. Nein. So. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. Ups. Also es sind ein paar Armeen. Warte. So, das können wir ja jetzt wirklich automatisch machen. Setzen. So, der geht dahin. Der geht dahin. So. Jetzt. Jetzt muss ich schauen. Also, Fullstar Gaming ist das da. Armee Sabotage. So. Gescheitert natürlich. Das ist jetzt die Frage. Also, ich habe mich hier aufgestellt, weil hier eine Brücke ist. Ich komme nicht ganz zur Brücke hin. Das heißt, es wäre hier besser gewesen. Okay. Warte mal. Mit dem komme ich zu. Okay. Dann gehe ich mit dem nochmal dahin. Und die müssen jetzt beten. Ups. So, okay. Dann dann mache ich ja lieber das da, damit sie noch ein bisschen mehr Abwehr haben und Angriff und sowas. Ja, die haben vor allem, also die haben sehr guten Angriff. Und Moral sind die super da. Also, die können sehr gut kämpfen. Das da ist mein Buddy. Der wird jetzt mal hier hochkommen. Bis hierhin kommt er aber nicht, ne? So, hier und da. Gut. Das habe ich wohl dann ganz unartig gemacht. Vielleicht lässt er sich so provozieren, dass er mich angreift. So, hier pushen wir das mal. Hier pushen wir, warte. Den da, weil der kostet nichts. Und der da. Also der kostet keine Nahrung dann. Also der verarmt das Ganze nicht. Dann rekrutieren. Ja, Kapazität ist halt. Ja, okay, dann machen wir Kapazität. Hier das auch. Das macht insgesamt minus 10 Nahrung. Das ist halt schon heftig. Dann müssen wir schauen, dass wir die Nahrung wieder reinbekommen. Aber hier unten ist es gerade nicht ganz so rosig. Okay, den da brauchen wir dafür, ja. Dann machen wir den da weg in auch Nahrung, weil, ja, hier brauchen wir das nicht. Hier unten können wir auch mehr Nahrung machen. Öffentliche Ordnung ist hier unten sehr stabil, deswegen werden wir hier auf Nahrung gehen. Genau. Wohlstand ist auch gut, ja. Gut, da bin ich immer sehr gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Also, ich wette, also wer kommt zuerst? Der Athener. Ich bezweifle, dass der Athener angreift, weil der Athener hat hier nur eine Fullstack-Armee. Ich glaube, er könnte. Nee, hier, das wäre auch Selbstmord. Was könnten die jetzt versuchen? Also, Makedonien könnte versuchen, mit seinen beiden Armeen anzugreifen. Der müsste mit der Armee auch nachrücken. Ne, ich glaube nicht, dass er angreift. Weil die alle sind, also die alle
haben nur Einflussbereich bis da. Also bis zur Brücke. Und wenn der jetzt hier... Ja, okay, das könnte sein, dass die... Dass zumindest die beiden Armeen ihm dann helfen. Und dann könnte es sogar... Also ich werde es ziemlich safe gewinnen. Es sei denn, ich mache irgendeinen Nonsens. Aber dann, ja, wir kennen mich ja. Also ich mache sehr häufig Nonsens. Gut, Armee zerstört. Krieg erklärt. Rhodos und Seleukiden. Ja, interessant. Flotte zerstört. Eigenschaft erhalten. Oh, 6 Autorität ist gut. Provinz umstritten. Siedlung erobert. Okay. Okay. So, dann schauen wir nochmal, was Seleukiden. Alter. Die Chimera sind ja riesig. Die sind ja riesig. Genau, die. Also Pergamon wurde ja zurückgepusht. Und Karthago ist groß geworden. Wow. Das ist jetzt ein Problem, weil. Afrika muss mir gehören. Oh. Das heißt wieder, dass ich gegen Karthago wettern muss. Alter, die sind groß geworden. Das Problem ist, dass auch Marcellulia. Wieso sage ich hier zwischen Ä und S noch ein L? Marcellulia. Naja, okay. Auf jeden Fall, die beiden sind meine Klientel. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das schauen wir da mal. So. Ja, nächste Runde. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Athene macht. Oder Makedonien. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Okay, das heißt, er will jetzt angreifen. Das heißt, er will jetzt angreifen. Also immer, wenn die Frieden bieten, dann greifen sie als nächstes an. Er zieht sich zurück? Okay, das ist sehr dämlich, ehrlich gesagt. Das ist... Also... Nee, das ist sehr dumm. Okay, jetzt erziehen sie... Hä? Was hat das für einen Sinn? Also jetzt kann ich ja halt, die hätten alle da bleiben müssen, dann wäre es für mich schwer geworden. Dann wäre es für... Warum haben die das gemacht? Ja, wobei, nee, es... Ja, okay, nee, okay. Ich nehme es zurück, das war das einzig Richtige von denen. Weil, oh, echt jetzt. Nee, oder? Der hat es auch noch geschafft. Ich brauche wieder meine Attentäter da. Boah. Also das mit den Agenten... Das ist immer so nervig. Das ist immer so nervig. Vor allen Dingen, wenn sie halt... war das hier oder war das bei... bei meinem Let's Play Together? Also es passiert sehr häufig, dass... Militärstörungen... bestochen worden, genau. Das ist halt jedes Mal so unglaublich nervig, wenn, ja, der hat jetzt nur noch 18. Hat der 2 bestochen? Der war doch Full Stack. Ja, egal. So, dafür, ja, warte mal, ja, okay, die ist da. Tja, das war dein... Du hast dich gezeigt, das war dein Problem. Und du hast dich auch gezeigt, du stirbst jetzt auch. Willkommenes Scheitern am Arsch. Okay, ich könnte auch hier hochgehen. Aber nicht mit beiden. Wieso nicht mit beiden? Wahrscheinlich, weil ja die Armee besser ist? Nee. Hm.
Na ja, geil. Ah, der könnte mitgehen. Aber halt er nur in Gewaltmarsch, sonst kommt er nur hier hin. Jetzt ist die Frage, gehe ich nach unten weiter? Hier habe ich ja vollkommen vergessen, das eben umzurüsten. Ist mein Diktator? Da ist mein Diktator. Ich würde sagen, der Diktator geht jetzt dahin und erobert das. Du gehst hier rein. Dann. Dann mache ich. Genau, dann mache ich ja zivil. Dann mache ich hier einen Tempel und den baue ich ab. Reiße ich ab. Genau. Es ist die Frage, wie ich mit. Ich kann hier. Also mit denen könnte ich hier angreifen, aber das macht nicht viel Sinn. Ich könnte hier hingehen. Mit beiden Legionen. Der bleibt erstmal hier. Oder? Ich könnte mit allen drei. Weil die kommen ja nicht ganz raus. So. Alle drei Legionen hier. Der kommt nicht innerhalb von einer Runde nach da. Der Diktator steht hier. Hier stehen zwei. Und das soll so sein. So. Minus 44. Ja, okay, wegen Winter. Du gehst mal aus dem Gewaltmarsch raus. So, jetzt was mache ich mit dir? Ich würde sagen, mit dir mache ich ganz was Schönes. Erstmal scoute ich, wo die anderen Armeen sind. Wahrscheinlich sind die alle da. Und ich würde sagen, nächste Runde greifen wir hier an. Nicht? Warte mal. Ich muss erstmal schauen. Nicht da, sondern in der Diplomatie. Wie sieht der mich? Feindlich, haben wir Abkommen. Die Wahrheit nicht mit Honig. Sprich offen. Gut, dann machen wir Krieg. Und ich würde sagen, das spielen wir, weil das sind zwei große Armeen, drei große Armeen und eine schöne Schlacht. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!